Seht ihr das? Ich kann wieder rennen, bewegen. Ja, das Spiel muss sich irgendwie aufgehängt haben. Es muss wohl ein Bug sein. Wie gesagt, das Spiel ist ja auch ein bisschen älter. Das ist laut, das können wir ein bisschen leiser machen. Muss gehen. Ich hab, musste das Spiel nochmal neu von vorne spielen. Halt bis hierhin. Aber das mache ich doch gerne für euch. Wende den Flipendo-Zauber auf den Schalter an der Wand an, um die Tür zu öffnen. Du kannst den Flipendo-Zauber auf alle möglichen Dinge anwenden. Probier es doch mal bei diesem Kessel. Wirf ihn einfach um, Harry. Und da drüben seht ihr auch schon den ersten Stern. Ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Ich glaube ungefähr 10 oder so, die man einsammeln muss. Ja, und aus den Kesseln kommen halt einfach die Bohnen. So knallen wir die Brücke um. Nun mach dich auf die Suche nach den Sternen. Wir treffen uns dann später. Ja, und das machen wir auch. Denn wir wollen ja die meisten Punkte kriegen. Da ist auch schon der zweite. Jetzt wird gleich wieder so ein bisschen Gelabere folgen, weil wir hier den fast kopflosen Nick begegnen. Hallo Harry Potter. Hallo. Ich bin der fast kopflose Nick, der Hausgast von Gryffindor. Mit diesem Buch kannst du das Spiel speichern. Wenn du es berührst, wird das Spiel automatisch gespeichert. Wenn deine Energie auf Null abgesunken ist, fängst du an der Stelle wieder an, an der du zuletzt gespeichert hast. Im Hauptmenü kannst du ein zuvor gespeichertes Spiel laden. Auf Wiedersehen. Vielen Dank für die Information. Fast kopfloser Deck. Dann speichern wir das Game nochmal. Oh Gott. So. Im Hauptmenü kannst ja, jetzt halt eine Schnauze. Und das kann man so als erstes Rätsel nennen. Zwei Schalter. Und wir müssen versuchen, das Tür und das Gitter zu öffnen. Ja. Wir haben das Rätsel gelöst. Oh, der fast kopflose Nick ist weg. Maggie. Ne, der chillt da hinten. Ja, kann man das sehen. Chillt er da so. Aber ist auch egal. So, dann folgen wir jetzt mal diesem Weg. Und das Rätsel wird gesteigert. Jetzt haben wir ein Gitter. Wie kriegen wir das bloß auf? Wie kriegen wir das bloß auf? Muss man vielleicht alle drei Schalter betätigen? Ja! Wieder geschafft. Nein, aber es ist jetzt ein bisschen spaßig, aber... Die Rätsel sind halt größtenteils sehr einfach. Aber es fängt halt alles klein an. Das wird dann alles noch schwerer in den nächsten Teilen. Verwende den Flipendo-Zauber bei diesem Block, um ihn aus dem Weg zu schaffen. Wir fangen halt klein an. Phasen kann man übrigens auch kaputt machen mit Flipendo Zaubern. Hier ist ein ganz normaler schwarzer Boden mit
laut punkten. Durch diesen Flipendo-Block. Okay, die Tür da drüben zu. Hiermit öffnen wir das Gitter für den Stern. Hier gibt es nochmal drei Bohnen. Wir werden halt sehr, sehr, sehr langsam an dieses Spiel gewöhnt. Was ich auch gut finde. Also als ich das erste Mal gespielt habe, da war ich auch noch nicht so alt. Da war das schon gut. Ja, und hier diese Aufgabe müssen eben alle Elftklässler machen. Über den Boden schwebende Blöcke, darüber so rüberspringen, Jump'n'Run-mäßig. Ist auch eigentlich ungefährlich für Erstklässler. Aus, als wäre das irgendwie nur so eine schwebende Plattform. Hat überhaupt keine Seite da. Oder doch. War nur so ein Schatten. Sehr, sehr komische Sounds. Ich weiß auch nicht, woher die kommen. Und da ist der nächste Stern. Und ich kann euch sagen, wir sind gleich auch fertig mit der ersten Zauberaufgabe. Mit Verteidigung gegen die dunklen Künste. Zack. Wir stehen, aber können uns drehen. Das ist Magie, Freunde. Das ist Magie. Wie ist die Tür denn aufgegangen? Naja, okay, hier sind wir durch. Gehen wir mal direkt weiter. Gespeichert. Und hier sind kleine hässliche Viecher. Das ist ein Gnome, Harry. Gnome belästigen liebend gern junge Zauberer. Wirf ihn auf den Rücken, um die Aufgabe erfolgreich abzuschließen. Gnome bewegen sich sehr schnell und können wirklich lästig sein. Die laufen halt so auf einen zu, aber wenn man schnell reagiert, kann da gar nichts passieren. Tür geht auf, wir sammeln den 8. Stern ein. Wir haben damit alle eingesammelt. Ja, schön, Kamin. Sehr gemütlich, war eine gute Aufgabe. Glückwunsch, so. Potter. Du hast die Aufgabe bestanden. Du hast alle Sterne eingesammelt. 20 Punkte. Der 20 Punkte, ich bin der Beste. Mach dich aber auf den Weg zum Flugunterricht. Und wer führt? Slytherin hat einen ganzen Punkt mehr als wir. Natürlich. Im Gemeinschaftsraum von Gryffindor unterhielten sich Harry, Ron und Hermine über die ersten aufregenden Tage in Hogwarts. Es gab viel Gerede um den Einbruch bei Gringotts, der Zaubererbank. Die drei hatten jedoch nicht sehr viel Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, da sie schon bald zum Flugunterricht mit Madame Hooch mussten. Da wurde gerade schnell mal eingeschnitten, dass halt bei Gringotts eingebrochen wurde, in dem Verlies, wo der Stein der Weisen war, den Hagrid aber schon vorher mitgenommen hat. Madame Hooch, in deiner ersten Stunde wirst du lernen, durch diese magischen Ringe zu fliegen. Fliegen ist cool. Quidditch wird auch cool nachher. Steuere deinen Besen mit den Pfeiltasten. Mit den Tasten zum Beschleunigen und Bremsen kannst du deine Fluggeschwindigkeit regulieren. Das muss ich aber kurz nachgucken, welche das waren. Ah, nützt das.
dich, Harry. Wenn ich pfeife, geht's los. Und hier im Flugunterricht werde ich jetzt auch gleich das erste Geheimversteck zeigen, was nicht so leicht zu finden ist und vielleicht auch auf den ersten Blick nicht auffällt. Na, hat schon jemand das Geheimversteck entdeckt oder kennt es schon? Sind wir voll gegen die Wand geflogen, aber da wir aus Metall bestehen, kann uns nichts passieren. Denn wir sind, ja, wie man weiß, unsterblich. Ja, da ist es nämlich, aber ich glaube, wir kommen da nochmal längs. Jetzt. Ah. Ja, alles einsammeln. So viel Zeit muss sein. Fertig, perfekt. Alles eingesammelt. Perfekte Leistung. Ich war alt. 20 Punkte für Gryffindor. Yes. Außerdem möchte ich dir gratulieren, weil du der erste Schüler seit 1867 bist, der den Geheimraum gefunden hat. 1867? Wie alt ist die bitte? Die entsprechende Option findest du im Hauptmenü. Jetzt mach dich aber auf den Weg zum Zauberkunstunterricht. Einen schönen Tag noch, Harry. Ist euch mal aufgefallen, dass Harry noch nicht ein Wort gesagt hat und dann einfach nur von Ort zu Ort hingeschubst wird? Ist aber auch egal, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Wenn ihr die positiv bewerten würdet, die nächste Harry Potter Folge kommt am Samstag. Ja, ja, nein, vielleicht doch, ja, müsste. Genau, da würde ich sagen, was ist mit der Folge? Morgen kommt Minecraft Survival Games. Oder? Ja, bis dann. Haut rein, tschüss.